Ja, ja, da oben links. Warte mal, ich muss das. Herr Doktor, der sehen Sie vorne fertig ist. In der Nähe von Helmstadt ist so ein Ackerplatz, eine kleine Insel. Da wollen wir nicht. Ja. Okay, ist das auch ein bisschen? Ja. Da war ich, aber zu niedrig. Ja, da waren wir noch nie. Ah, schon da. Ja. Also, ich auf jeden Fall versuchen, die andere Landspitze mit dem Fahrrad zu erreichen. Okay. So ein sonniger Weg. Aber eine Runde spazieren gehen da, das ist irgendwie wunderschön. Ja. So. Ja. Ja, danke schön. Gut los. Schönen guten Morgen. Mystra ist wieder unterwegs. Wir haben gerade die Leinen losgeworfen in Warberg. Gestern Abend haben wir nicht mehr gefilmt, weil das alles sehr, sehr, sehr stressig war. Der Hafen war sehr, sehr voll. Und wir haben dann im Päckchen gelegen gerade. Bei sehr, sehr netten Liegenachbarn, den wir dann leider ein bisschen aufs Deck steigen mussten. Irgendwie hat die Steckdose keinen Strom gegeben beim Landstrom. Dann bin ich fünfmal hin und her, habe erstmal getestet, woran es liegt. Es lag nicht an uns, es lag an der Steckdose. Da war noch eine andere frei, habe die versucht. Kam auch kein Strom. An dem Sicherungskasten hingen noch 17 andere Leute dran. Die schienen alle kein Problem zu haben. Münzeinwurf oder sowas gab es da auch nicht. Nur eine Sicherung. Die Sicherungen waren alle drin. Also keine Ahnung, warum es da keinen Strom gab. Naja, wir haben die Befürchtung, dass wir heute relativ viel motoren müssen. Wir fahren jetzt nach Süden. Die Starkwindphase ist vorbei. Deswegen war der Hafen auch so voll. Weil nämlich Sturm war, hat man uns gesagt. Und deswegen ist hier keiner rausgefahren. Also können wir insofern nachvollziehen, dass die Dünung echt unangenehm war draußen. Aber der Wind war zum Segeln die letzten Tage eigentlich perfekt. Also es war super. Wir haben total Spaß gehabt. Gestern haben uns die Wellen echt zu schaffen gemacht. Aber wie gesagt, wir müssen ja auch so langsam wieder Richtung Heimat. Und da kann man halt auch nicht auf Schönwetter warten. Und Schönwetter heißt jetzt in dem Fall, dass wir nur so ja, maximal 9 Knoten Wind haben. Das heißt, wir haben jetzt auch die Genua drauf gezogen. Und wollen dann mal schauen. Jetzt hat sich eine Vespa in die Kamera gesetzt. Ich glaube das nicht. Die Viecher, die sind ja auch irgendwie total dreist. Wir sind heute Morgen auch schon ein paar durchs Schiff geschossen. Naja, so, weg ist sie wieder. Ja, wie gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Ich will euch auch nicht von den schönen Bildern abhalten. Bis später. Ja, das ist so. Weg ist sie. Hier in Kamsegel ist sie. Hui. Was hast du zu den Wespen? Wo wir gerade bei dreisten Wespen waren, da ist schon wieder eine.
Ja, nachdem wir zwischendurch mal ein bisschen Wind hatten und ganz kurz ausgekuppelt hatten, fahren wir jetzt wieder mit Motor. Wir haben die Genua rausgezogen zwischendrin. Die zieht uns auch ein bisschen. Jetzt ist allerdings wieder kaum Wind. Also mit Fahrtwind insgesamt haben wir 8 Knoten Wind. Und dafür auch noch Gegenstrom. Wir machen also im Moment so 3, knapp 4 Knoten. Obwohl die Segel gut im Wind stehen, in dem bisschen was da ist und der Motor mit über 2000 Umdrehungen läuft. Aber wir kommen mehr schlecht als recht voran. Die aktuelle Vorhersage ist, dass wir um 18.21 Uhr in unserer Ankerbucht sind. Wir wollen nämlich heute ankern, Scheren ankern. Ist ja kaum Wind. Und dann wollen wir das mal ausprobieren. Ja, ihr werdet sehen. Und wie läuft es bei dir so? Mir ist langweilig. Bist du nicht ausgegleitet? Ja, aber es passiert ja nichts. Außer ein paar komische Leute, die vor uns vom Bug fahren und ein Segel setzen und unternehmen und so. Hinter dieser kleinen Insel ist unser Ankerspot, genau auf der anderen Seite. So, ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Wir haben uns also entschieden zu ankern oder an der Schere festzumachen, je nachdem, was so frei ist. Wir hatten ja die Möglichkeit, noch in ein oder zwei Häfen auszuweichen oder aber zu ankern, aber es sieht jetzt ganz gut aus. Es wird heute Nacht im Prinzip kein Wind sein. Und die Ankerbucht ist sowieso von allen Seiten außer Süden geschützt. Nur bei starken Südwinden soll es da problematisch werden. Ja, schauen wir mal. Also da haben wir wohl die Möglichkeit, an der Schere festzumachen. Aber auch in der Mitte der Bucht zu ankern. Mal gucken, wir werden nachher den Grill anschmeißen und mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen wir mal. Hi, wir machen hier gerade ganz aufregende Sachen. Wir drehen uns hier gerade im Kreis in einer kleinen süßen Ankerbucht, wo Scherenanker an der Wand befestigt sind. Dani macht gerade den Heckanker klar. Das ist jetzt das erste Mal für uns, dass wir mit Heckanker ankern und an so einem Ring in einer Schere. Also ich, wie gesagt, drehe gerade Kreise. Ich bin ziemlich aufgeregt und da hinten irgendwo, da machen wir dann gleich fest.
haben es geschafft. Wir liegen vor Anker. Eigentlich wollten wir da vorne an der Schäre festmachen. An der südlichsten, die es irgendwie gibt. Ich bin irgendwie blöd mit dem Licht hier, ne? So, aber nach 7 Anläufen den Heckanker auszubringen, haben wir es dann aufgegeben und haben einen normalen Anker geworfen und liegen jetzt hier mitten in der Bucht.